Bereits am Freitag startet die Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn und Österreich ist natürlich mit an Bord. Das erste Spiel geht gegen Polen, das zweite gegen einen Mitfavoriten, nämlich Deutschland und zu guter Letzt dann auch noch gegen Belarus. Unter die besten zwei muss man kommen, um auch die erste Gruppenphase zu überstehen. Und mit mir verbunden via Skype ist jetzt der Cheftrainer Aleš Pajovic, als auch der Sportdirektor Patrick Völser. Zunächst einmal danke fürs Zeitnehmen. Gerne. Hallo. Beginnen wir vielleicht einmal mit der Ausgangslage, mit der Vorbereitung. Ihr seid jetzt am letzten Tag, wir zeichnen das Interview am Dienstag auf, im Teamhotel in Stockerau. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Wie habt ihr euch in dieser Bubble auch bewegen können? Beginnen wir vielleicht mal beim Cheftrainer. Ja, muss ich sagen, hat alles hier in Stockerau super funktioniert. Wir haben unsere Halle, wir haben auch zwischen ein bisschen Krafttraining gemacht. Die einzige Problem ist Bubble. Ne? Für Jungs ist es ein bisschen schwer. Ganze Zeit Hotel, Halle, Hotel, Halle. Aber trotzdem, in Gesamtsumme bin ich sehr zufrieden. Wir sind alle negativ bei Tests und sind fast alle gesund. So, das ist, denke ich, sehr wichtig. Die einzige Problem, wir haben verloren zwei Testspiele gegen Slowakei. Aber in dieser Zeiten, wenn alles möglich ist, bin ich froh, dann wir sind alle negativ, so wir können dann hoffentlich zum ersten Spiel in kompletter Skade fahren. Ja, bevor wir auf die abgesagten Testspiele vielleicht auch ein wenig eingehen und was das bedeuten könnte, dann auch für das erste Spiel gegen Polen, werden wir gleich in Angriff nehmen. Vielleicht auch nochmal an den Sportdirektor die Frage vom Organisatorischen. Wie schwierig war das in Zeiten von Corona, das Ganze auch so herzustellen, dass ein Gleichgewicht zwischen den Spielern gefällt es im Hotel, aber man muss sich auch an die Maßnahmen halten, hergestellt wird? Ja, ich glaube, wir haben, wie der Trainer schon sagt, wir haben ja optimale Bedingungen bekommen. Wir sind hier im Dreikönigshof. Das Hotel kümmert sich vorbildlich um uns. Wir sind hier super verpflegt, haben zwei Stockwerke für uns ganz alleine, haben einen Seminar- bzw. Essensraum. Das heißt, wir haben null Kontakt mit anderen Personen. Auch das Personal hält sich beim Essen fern. Also wir essen vom Buffet, lassen die Sachen dann stehen und gehen quasi wieder auf die Zimmer. Die Spieler sind da sehr diszipliniert. Sie wissen auch, um was es geht. Wir haben das auch immer wieder betont. Und bis jetzt kann man da nur von perfekten Bedingungen sprechen. Auch die Halle haben wir unsere Zeiten immer so bekommen, wie wir die brauchen und können eigentlich sehr fokussiert trainieren. Was natürlich eine Sache ist, ist nach so langer Zeit, wenn dann auch die Testspiele, wo wir gleich drüber sprechen, wegfallen, ist natürlich, es ist dann schon sehr lange und die Spieler können wenig raus, beziehungsweise gar nicht und auch nicht einmal irgendwie den Kopf frei bekommen, sondern man ist halt immer im Hotel angehängt. Aber das ist in diesen Zeiten so und wir sind froh, dass wir unseren Sport überhaupt ausüben können. Ich bin mir sicher, als Cheftrainer macht man sich auch im Vorfeld Gedanken darüber, dass natürlich Eventualitäten auftreten können, wie eben diese abgesagten Spiele. Wie haben Sie versucht, das Ganze zu kompensieren, um vielleicht auch diesen Rückstand, den man durch die verlorenen Testspiele erfahren hat, wiederherzustellen? Haben Sie da schon ein gewisses Rezept im Vorhinein gehabt oder wurde dann kurzfristig umgesattelt? Ja, ist immer schwer, wenn du hast keine Testspiele. Ne? Wegen das haben wir zwei geplant gehabt. Und ja, beim Testspiel siehst du immer, was musst du noch verbessern vor dem EM. Ne? Und Testspiel oder wenn du spielst beim Training ist nicht gleich. Aber ich habe schon gesagt, dann die Gesundheit von den Spielern ist wichtiger als die zwei Testspiele. Ne? Wir haben dann im Training 6-6-6 gespielt. Ich denke, zweimal gut gemacht. Die Jungs war voll motiviert, dann hat Gas gegeben, hat gut geschaut. So muss ich sagen, war ich mit das zufrieden. Ist nicht optimal, aber wir sind, denke ich, nicht die einzige Mannschaft, die war auch Slowenien, Portugal und noch ein paar Mannschaften ohne Testspiele fahren zum EM. Aber ja, Fokus ist jetzt voll auf Polen und das machen wir jetzt in den letzten Tagen. Vielleicht auch noch eine Frage in Richtung Organisation dann vor Ort. Wie sieht das Teamhotel dann in Bratislava aus? Wo ist man untergebracht? Wie wird man die Tage bis zum ersten Spiel verbringen gegen Polen? Wie wird man sich darauf vorbereiten? Ja, es gibt bei Europameisterschaften natürlich immer Teamhotels. Das heißt, in unserem Hotel sind vier Mannschaften untergebracht. Wir haben auch dort ein eigenes Stockwerk, haben einen eigenen Seminarraum, wo wir auch das Essen zu uns nehmen. Das heißt, dort ist man immer abgeschottet. Ist natürlich überall Maskenpflicht, aber das ist mittlerweile in diesen Zeiten gewohnt. Das ist nichts Neues mehr für die Spieler. Wichtig ist jetzt wirklich nur den Fokus auf das erste Spiel zu richten und das rundherum müssen wir einfach so nehmen, wie es ist. Und das sind wir gewohnt und ich denke, das sollte kein Problem sein.
Vielleicht kommen wir auf den ersten Gegner zu sprechen. Gegen Polen könnte man meinen, es ist ein richtungsweisendes Spiel, dass der zweite Gruppengegner dann schon Deutschland ist, wo man sich wahrscheinlich geringere Chancen ausrechnet. Das heißt, an den Cheftrainer die Frage gestellt, wie viel Risiko wird man im ersten Spiel schon eingehen? Wie offensiv wird man agieren? Oder ist es klassisch wie beim ersten Spiel, dass man sich erstmal den Gegner auch ein bisschen anschauen muss? Na, wir haben viel Videomaterial von Polen gekriegt und wir haben mit meiner Co-Trainer Erwin das schon analysiert. Wir haben mit Jungs schon ein paar Videoanalysen gemacht, auch Trainings. Ich denke, wir sind bereit fürs Spiel. Wir erwartet uns ein sehr schweres Spiel gegen Polen. Wir sind eine sehr starke, physisch starke Mannschaft. Wir haben ein bisschen Generation gewechselt, es gibt viele jüngere Spieler dabei, aber trotzdem denke ich, fast alle spielen in Champions League-Vereine. So, die haben die Qualität. Und erstes Spiel ist, denke ich, sehr, sehr wichtig für uns, weil es gibt noch zwei Plätze weiter, so ich denke nur auf Sieg, erste Spiel gegen die Polen, aber wird nicht einfach sein. Wo sieht der Sportdirektor aktuell das österreichische Nationalteam im Vergleich zu den vermeintlich schwächeren Gruppengegnern? Ist man die Nummer zwei in der Gruppe? Darf man sich realistische Hoffnungen machen, dass man wirklich den Aufstieg schafft? Naja, also wir haben natürlich immer die Hoffnung und wir möchten das natürlich sportlich auch, aber ich glaube, dass es eine Gruppe, relativ ausgeglichene Gruppe, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und es wird darum gehen, welche Mannschaft einfach von Beginn an sofort da ist und wirklich das komplette Potenzial abrufen kann. Wir sind alles keine Roboter, die Gegner natürlich auch nicht, das schwankt von Tag zu Tag und wir müssen einfach versuchen, dass wir beim ersten Spiel fokussiert da sind und dass wir wirklich an unser Maximum kommen. Ich glaube, dann können wir alle Spiele sehr offen gestalten, beziehungsweise dann auch zuschlagen und unsere Punkte machen. Aber es ist sicher kein Selbstläufer. Also ich sehe uns da bei keinem Spiel als Favorit, sondern ich glaube, die meisten Spiele, gerade gegen Polen und Weißrussland, das sind 50-50 Spiele und Deutschland ist vielleicht leicht favorisiert, aber auch da ist ein Generationenwechsel und ich glaube, auch da ist was möglich, wenn wir wieder die berühmte Welle von Beginn an erwischen und in einen guten Flow kommen. Jetzt wissen wir auch, dass der ein oder andere im Sommer einen neuen Verein gefunden hat im Ausland, um nur zwei Fivers-Spieler zu nennen mit Hutecek und auch Tobi Wagner. Wie wichtig ist denn dieser Schritt ins Ausland, auch für das Gefüge im Nationalteam, um nachhaltig die Qualität zu erhöhen? Merkt man da schon den Unterschied? Die Frage an den Cheftrainer, der das Amt doch schon jetzt eine Weile ausführt. Merkt man da schon einfach diesen Qualitätsunterschied innerhalb des letzten Jahres? Ja, natürlich. Wenn wir schauen, die Entwicklung vom Huti, vom 2020, wenn wir kurz, weil wir dabei beim EM, hat richtig nicht viel gespielt, aber war erstes Mal dabei und von da weiter hat die Fivers Europa gespielt. Das war schon ein Vorteil, auch für die alle Fivers-Spieler. Und ja, dann beim WM, er hat richtig, wenn Verletzung vom Nico war da und hat er fast 60 Minuten durchgespielt, WM und dann Deutschland. Und muss ich sagen, dann bringt das viel. Und für uns ist wichtig, dann unsere Spieler spielen im Ausland und die kriegen diese internationale Erfahrung. Und bin ich, muss ich sagen, froh für Hütti, weil er hat richtig super gestartet in die deutsche Liga und ist für uns ein richtig wichtiger Spieler jetzt. Und wir erwarten vom Hütti in Zukunft noch viel, viel mehr. Und ja, Tobias Wagner ist jetzt auch Frankreich in Toulouse. Ist auch physisch ein bisschen stärker, so macht auch gut jetzt in der Vorbereitung, hat einen Schritt weiter gemacht, denke für uns, für Österreich ist wichtig und hoffentlich in die Zukunft kommen auch mehrere Spieler in Ausland. Die Frage an den Sportdirektor, wie wichtig ist die Rolle von Nikola Billig, welchen Stellenwert hat er innerhalb der Mannschaft, ist er wirklich derjenige, der die Mannschaft anführt oder gibt es dann doch die Last, die auf mehreren Schultern verteilt wird? Nein, also Nico ist sicher ein Leader in der Mannschaft. Hat jetzt natürlich eine schwere Verletzung gehabt, ist jetzt wieder gut zurückgekommen, hat jetzt im Training wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Weiß auch selber, dass er natürlich noch einen Schritt braucht, wenn man ein Jahr kein Handball spielt. Da kann man den Schalter nicht umlegen und das geht nicht sofort. Aber er zeigt schon, dass er der Kopf der Mannschaft ist. Aber ja, es gibt natürlich mehrere Spieler. Es gibt noch einen Janko aus dem Rückraum, speziell mit Janko Bozovic, auch einen Alex Herrmann, der seit zwei Jahren jetzt wieder mal dabei ist und bis jetzt ohne Verletzung ist. Und das merkt man schon, dass wir da Qualität haben, auch Hutecek und der in der Quali viel Verantwortung übernehmen musste. An dem wachsen die Spieler. Also so schlimm es immer ist, wenn man eine Verletzung hat, ist es für andere Spieler natürlich eine Chance, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, wir haben da schon mehrere Spieler jetzt,
wo sich die Schulter, die Last verteilt, haben mit außen, mit Seppo Frimmel und mit Robert Weber natürlich zwei Spieler, die auch, Seppo Frimmel spielt beim Champions League Club in Ungarn. Robert Weber, über den braucht man nicht mehr viel Worte verlieren, ist der erfahrenste Spieler in der Mannschaft, hat eigentlich schon alles gesehen, ist sein neuntes Großereignis. Also wir haben da schon Spieler, die uns viel Qualität bringen und die auch immer wieder Spiele entscheiden können. Also es liegt nicht nur an einem Spieler. Alles vielleicht an den Cheftrainer. Die Frage 2004, du wirst dich wahrscheinlich noch gut daran erinnern können, die Finalniederlage gegen Deutschland. Du warst damals im slowenischen Kader, auch bei einem Heim-Event. Wie bitter war damals die Niederlage? Wie schön sind im Nachhinein gesehen trotzdem noch die Erinnerungen an dieses tolle Turnier? Ja, ich habe vor zwei Tagen auf slowenischen Fernseher gesehen, so war kurz fünf Minuten über die 2004 Europameisterschaft und war richtig schön zu sehen. Das war für uns erste Medaille beim EM, so natürlich. Wir haben alles gemacht, wir haben zu Hause gespielt und war richtig, richtig perfekt. Okay, im Finale mussten wir sagen, Deutschland war zu stark für uns, aber trotzdem, wir war super zufrieden mit Medaille, das war erste Medaille für Slowenien. So, ja, ist das eine gute Erinnerung. So, muss ich sagen, hoffentlich. Ich habe die Tribüne voll gesehen bei diesen Clips und jetzt schade, dann können wir nicht haben, so wie in 2020 war in Wien, dann haben sie 8000 Fans gehabt, aber trotzdem, ich habe gesagt, ist 2500 erlaubt noch, so denke ich, ist das besser dann nichts und hoffentlich dann kriegen wir noch ein bisschen Unterstützung von unseren Fans. Damit ist die Überleitung auch schon hergestellt worden. Zur nächsten Frage, eben 25% der Zuschauer dürfen die Halle auch betreten. Bratislava ist in der Nähe von Wien, kann man da auf gewisser Hinsicht von einem Heimvorteil sprechen, weil die Anreise für die Österreicher kürzer ist und im Gegensatz zu Ungarn, wo man zu 100% die Hallen füllen darf, ist das ein Wettbewerbsnachteil für jene Mannschaften, die jetzt nur für 25% spielen? Ja, also ich glaube, dass das spekulativ ist. Das ist, wir spielen in Bratislava, dort sind 25 zugelassen. Ich glaube, es macht uns jetzt macht wenig Sinn, jetzt nach Ungarn zu schauen. Für uns ist es super, dass überhaupt Zuschauer zugelassen sind. Es ist einfach nichts Schlimmeres, wie in einer komplett leeren Halle zu spielen, sondern auch 2500 Zuschauer werden einen Lärm machen, werden eine Stimmung bringen. Ist für die Spieler viel angenehmer, bringt einfach mehr Atmosphäre. Und ich glaube, da geht es nicht mit einem neidischen Blick auf die ungarischen Gruppen zu schauen, sondern wir nehmen das, wie es ist und sind froh, dass wir da Unterstützung haben. Aus Österreich werden sicher einige Zuschauer kommen. Der Weg ist nicht weit. Es ist jetzt auch klar, was für Voraussetzungen gegeben sind, dass man zuschauen kann. Und wenn man so schaut, der Österreich-Block, den es geben soll, der ist ganz gut gefüllt. Also ich glaube schon, dass uns da Unterstützung erwartet. Die Frage an den Cheftrainer. Natürlich müssen wir da in die Glaskugel blicken und abwarten, wie vielleicht auch das erste Spiel abläuft. Aber ab wann kann man von einer erfolgreichen EM aus österreichischer Sicht sprechen? Gibt es einen Platzierungswunsch, den man unbedingt erreichen möchte? Oder klassisch von Spiel zu Spiel schauen? Gibt es da eine Herangehensweise? Ja, natürlich ist Ziel, dann kommen wir weiter von der Gruppe. No? Natürlich, das ist Wunsch immer. Und dann schauen wir weiter. Aber ja. Von meiner Philosophie geht so weiter. Ich auch rede mit Jungs immer. Ich probiere auch so die Vorbereitung machen. Dann, wir sind jetzt voll fokussiert auf erstes Spiel. Ne? Und erstes Spiel ist für uns jetzt die wichtigste zu gewinnen. Und wenn wir gewinnen Polen, dann können wir weiterschauen. Aber ja, das gesamte Ziel ist, weiter von die Gruppe kommen. Und vor allem gesund bleiben. Wir haben vor dem Interview schon darüber gesprochen, dass zumindest vor der letzten Testung alle negativ gewesen sind. Hat man aus den anderen Mannschaftslagern diverse Informationen erhalten, wie es dazu geht? Ähnlich diszipliniert gab es da oder gibt es da schon Ausfälle, die zu verkünden sind? Ja, ich glaube speziell zu Beginn, also wie sich die Mannschaft getroffen haben, war ja doch die Weihnachtszeit, Silvester, waren doch viele bei Familien und so. Und da hat man dann schon gesehen, Frankreich hat, ich glaube, 4-5 Fälle gehabt, Portugal, Montenegro, Mazedonien. Also es war schon fast flächendeckend. Also es hat wenig Mannschaften gegeben, die ohne Fälle durchgekommen sind. Da sind wir auch sehr froh drüber. Ich durfte ja im November bei der Damen-Weltmeisterschaft sein. Da hat es uns natürlich arg gebeutelt in Bezug auf Corona. Haben da natürlich viele, viele Infos aus dieser Zeit mitgenommen und versucht, noch einmal nachzuschärfen. Obwohl ich auch glaube, dass wir bei den Damen ein sehr gutes Präventionskonzept hatten. Das Problem ist nur, wenn halt von außen einmal etwas in die Blase reinkommt, dann ist es halt schwer, wieder rauszubekommen. Aber ich glaube, bis jetzt schaut es sehr, sehr gut aus. Und ja, wir tun alles dafür, dass es so bleibt. Und das Wichtigste ist aber natürlich der Sport. Und das werden wir dann ab dem 14. zählt. Und ich will vielleicht auch noch dazu sagen, dass natürlich das Polenspiel für uns ein sehr wichtiges ist und das zu gewinnen. Aber die Gruppe ist auf einem hohen Niveau ausgeglichen und ich glaube, man muss auch nicht alles wegschmeißen, wenn es im ersten Spiel vielleicht nicht klappt,
sondern man hat dann noch immer zwei Möglichkeiten zu punkten. Und natürlich ist das erste Spiel wichtig und da fokussieren wir uns auch drauf. Aber die WM, die Vorrunde dauert 3 Spiele lang und die 3 Spiele müssen wir von Spiel zu Spiel angehen und überall unsere Chancen suchen. Abschließend würde ich ganz gern das Thema Corona noch mal kurz aufnehmen, um vielleicht auch die Situation innerhalb des Verbandes, aber auch der Handball-Community vielleicht ein bisschen erläutern zu lassen. Wenn man es mit anderen Mannschaftssportarten vergleicht, hat man das Gefühl, dass man sich als Verband bei diesem großen Turnier wohl aufgehoben fühlt. Ich glaube, von einer Laissez-faire-Haltung kann man nicht sprechen, oder? Nein, also wenn ich da nochmal antworten darf, es ist... wird da von Seiten der EAF, also von der Europäischen Handballföderation, wird da schon sehr, sehr viel gemacht. Sie wissen auch, dass sie da eine gewisse Verantwortung haben, natürlich den Spielern gegenüber. Ich glaube, sie haben ein Präventionskonzept, das schon sehr durchdacht ist, auch mit verschiedenen Zonen in der Halle. Das heißt, das aktiver kommt man quasi mit Zuschauern niemals in Berührung und mit denen, die man in Berührung kommt, die am Spielfeld arbeiten, die sind, haben alle diese gleichen Auflagen und befinden sich in einer Bubble. Auch in den Hotels sehr abgesperrt alles, sehr versucht, das Essen nicht zu vermischen, sondern wirklich alle in ihren eigenen Bereichen zu lassen. Also da wird schon viel getan und wird auch ein großer Aufwand betrieben, aber ich glaube, das ist man a den Sportlern und der ganzen Sportart schuldig, dass man dann schon sehr bedacht mit der Situation umgeht. Jetzt wissen wir auch, dass in einer Einzelsportart namens Tennis ein gewisser Herr momentan tagtäglich für Schlagzeilen sorgt. Vielleicht auch die Frage an den Cheftrainer Novak Djokovic, ist in aller Munde, aber seitdem die Pandemie begonnen hat, eher mit Negativschlagzeilen behaftet. Kann man sein Verhalten in gewisser Hinsicht nachvollziehen? Fühlt man sich dann als Mannschaftssportler ein bisschen verarscht, wenn man das so formulieren darf? Ja, ich probiere mich isolieren von die. So, jetzt in diese Zeiten von allen Medien. Ich habe ein bisschen gelesen von Djokovic und meine Meinung ist, dann wir alle kämpfen zusammen gegen die Corona und wäre auch gut, dann er macht die Impfung und dann haben wir Ruhe. Ne? Aber er hat so Entscheidungen getroffen und wäre normal so, wenn es das nicht erlaubt, dann er kann nicht nach Australien reisen. Ne? Aber jetzt das Zähne machen auf die Grenzen und so, ich finde das nötig. Aber ja, das ist so Welt, ist jetzt ein bisschen alles verrückt, aber ich bin froh, dann haben wir richtig diese Ruhe gehabt hier in Stockerau und dann wir können auf uns konzentrieren und probieren nicht viel denken auf andere. Ich hoffe nur, wenn wir kommen dann nach Bratislava und wir haben das erste Spiel und dann hoffentlich bleiben wir bis drittes Spiel ohne Corona und dann können wir normal auf Handball schauen, auf Sport, nicht auf Corona oder Politik oder irgendwas anderes. Vielleicht abschließend auch noch an den Sportdirektor, vielleicht die direkte Meinung gegenüber dem Verhalten von Novak Djokovic. Kann man sich das überhaupt leisten oder nur leisten, wenn man der Weltranglisten Erste ist? Ich gehe davon aus, wenn der 15. der Weltrangliste so argumentiert hätte, wäre das wahrscheinlich irgendwann verpufft. Ich glaube, das zeigt, dass er eine Strahlkraft hat, aber dass sich auch irgendwie keiner dagegen auflehnen kann und wird. Ja, also ich bin da gerade unter Sportlern. Wir sind da in einer Mannschaftssportart vielleicht auch ein bisschen anders gepolt. Für uns ist das so, dass es natürlich wichtig ist, dass sich alle gemeinsam an die Vorgaben halten. Und meine Meinung ist, wer diese Regeln nicht befolgt, der kann das natürlich machen. Jeder Mensch ist sein eigener Herr und kann das selbst für sich bestimmen. Aber wenn die Vorlage ist, dass man geimpft sein muss oder genesen und man ist das nicht, dann kann man bei diesem Turnier einfach nicht teilnehmen. Ähnlich ist es wie bei uns, wenn wir einen Spieler haben, der sagt, der möchte das nicht, dann ist das für ihn in Ordnung oder ist seine Entscheidung. Das lassen wir ihm auch frei als Verband. Allerdings, wenn er teilnehmen will, dann muss er sich diesen Regeln unterwerfen und ich glaube, das sollte in jeder Sportart und in jedem Lebensbereich eigentlich so sein, dass wenn es Vorgaben gibt, ich glaube, die Leute, die sich das ausdenken oder die sich diese Dinge vorgeben, machen das nicht willkürlich, sondern dann finde ich, egal ob man die Nummer 1 in der Tenniswelt ist oder die Nummer 25, dann muss sich jeder dran halten und das ist meine Einstellung dazu. Ich kenne die genauen Hintergründe, man liest natürlich viel, was da stimmt, was dann nicht oder wie auch immer, aber sich dann da auf irgendwelche Dinge zu versteifen, die vielleicht falsch gelaufen sind, deswegen darf er doch bleiben, da habe ich wenig Verständnis. Für mich ist, es muss da eine klare Kante gezogen werden und wenn Australien sagt, ohne Impfung keine Einreise und kein Spiel, dann darf er auch nicht spielen. Also klare Spielregeln werden von jeder Sportart verlangt, daran muss sich auch ein Novak Djokovic halten. An beide Herrschaften auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Danke für dieses abschließende Interview vor der Abreise und natürlich alles Gute für das erste Spiel gegen Polen. Super, danke. Vielen Dank. Boom, 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 boom.